So, weiter geht die Reise. Ja, das hier wird vermutlich ein neues Video kommen, da die anderen beiden irgendwas 11, 12 Minuten zusammen ergeben. Also die letzte Aufnahme und die mit dem Crash. Darum kurz, letztes Mal haben wir uns gerade den Eispanzer geholt, wir haben die Greifklauen erhalten. Und jetzt geht's wieder tiefer in den Vulkan, denn jetzt können wir mehr Temperaturen aushalten. Ark ist ein harter Kerl. Er braucht nur einen Haufen Eis um sich schnallen und schon kann er in das Herz eines Vulkans springen. Richtig stark, Ark. Stark. Nicht stark, wie du dich beinahe kaputt hauen lässt von dem Vieh. Also mal kurz wieder auftanken. Für Level 14 brauche ich ja jetzt schon ganz schön viel Erfahrung. Da fragt man sich, ob ich irgendwann mal meine Items benutzen muss, um mich zu heilen. Ich fände das dramatisch. Also wirklich dramatisch. Ja, wie man sieht, wir kommen runter. Und es gibt mehr Lava, mehr Felsengänge, mehr Geld. Letztes Mal bin ich natürlich nach links gerannt, weil links der falsche Weg ist und ich erst nachher dahin muss. Um uns diese Lauferei zu ersparen, gehe ich erst nach rechts. Dann bin ich zweimal inzwischen schon nach unten gerannt, wo ich auch noch nicht hinkomme. Ja, ich bin einfach geboren dazu, falsch zu rennen. Dadurch, dass ich es jetzt mehrfach aufnehme, tue ich The King, Terranigma Freak, dem Ersteller, nicht den Gefallen, damit er sich über mich kaputt lachen kann, wie ich einfach jedes Mal falsch abbiege. Ich wette, er hat das nur so gebaut. Ich wette, er rennt falsch. Ich wette, er rennt falsch. Ich hoffe, er rennt falsch. Ich hoffe, er rennt falsch und ich renne natürlich falsch. Und dann lacht er mich aus. Ich bin traurig. Ja, genug davon. Ich weiß ja jetzt zumindest ein bisschen, wo ich hin muss. Schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Darum werde ich hoffentlich nicht mehr ganz so oft falsch laufen. Nur weil ich den Weg kenne, heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem falsch laufen kann. Ja. Gucken wir doch einfach mal. Eine Wunderknolle. Sehr dringend benötigt. Und hier hinten finden wir noch einen Kristall am Ende dieses langen Felsenganges. Aber insgesamt muss ich sagen, dieser Level gefällt mir richtig. Er sieht halt so richtig cool aus, lavamäßig. Man hat wirklich das Gefühl, im Vulkan zu sein. Die Gegner, bis auf diese nervenden Einviecher, auch ganz nett. So, hierfür sind wir noch nicht hart genug, also brauchen wir entweder ein Schild oder einen Helm erst. Ich vermute, wir werden beides im Laufe dieses Dungeons benötigen oder bekommen. Also gehen wir erst hier hin. Zunächst, wenn man an der einen Abzweigung links gegangen wäre, sähe das Ganze genauso aus. Darum habe ich das hier erst damit verwechselt, außer dass jetzt eine Truhe da ist. Mich schon gewundert und geärgert und ja. Aber das hier ist tatsächlich ein neuer Gang und hier finden wir den Eisstab. Eine richtig coole Waffe. Ich habe die ganze Zeit gerätselt, wann wir den Eispickel bekommen, so wie es in Teil 1. Hier ist der Eisstab, aber um einiges cooler. Plus 5 ist, ups, nicht ausgewählt, richtig stark. Ich meine, von Kristallspeer zu Aurastab war es plus 3. Und jetzt ist plus 5 zum Aurastab. Und die coolste Fähigkeit, denn scheinbar kommen wir hier eh nicht zurück, ist Zoom. Eis. Ich kann mit dieser Waffe Lavaflüsse vereisen. Und das finde ich richtig gut. Ja, wir kommen da links trotzdem nicht rein. Ich hatte mal ausprobiert, ob die Waffe auch schon ausreicht. Tut sie nicht. Aber ich weiß jetzt zum Glück, wo ich hin muss. Also erstmal zurück. Ja, man merkt schon, richtig viel Schaden im Vergleich zu vorher. Vorher habe ich gegen die hier immer so 10 mit 5 bis 20 ungefähr mit Blitzstich gemacht. Jetzt mal locker das Doppelte. Also damit sind wir auf jeden Fall ein ganzes Stück stärker.
So, und Zoom. Ich frage mich, ob das schmilzt. Sollte es ja eigentlich relativ schnell in so einer Umgebung. Ja, ein Vital-Elixier erhöht unsere Lebenskraft um 5. Nichts wirklich Spannendes. Ah, ich denke, das wäre ein bisschen zu viel, um der Engine zuzumuten. Ich frage mich, was passieren würde, wenn wir draufstehen, während es schmilzt. Hm. Kann nicht gut sein. Fragen über Fragen. Ja, jetzt geht's hier links. Den Weg, den ich eben gespart habe. Und ist noch so ein dummes Vieh. Wird ignoriert. Kuttenmann. Wie man sieht, ein ganzes Stück zu rennen, wenn man falsch läuft. Und jetzt kann ich hier rüber. Hm, so mit Blitzstich mache ich jetzt annehmbar Schaden, sage ich mal. So, hochheilen. Lange Wege dafür, dass hier kaum Gegner sind. Okay, ich bin wieder draußen. Die Musik ist etwas zu positiv für ein Kampflevel. Vielleicht, wenn ich sie wieder befreit habe, aber so klingt es gerade etwas sehr positiv. Ist übrigens wieder blind. Das nur als Anmerkung. Damit es... Okay, das ist Elixier der Verteidigung. Das ist wohl etwas viel zum Vereisen. Eins erhöht. Vorsichtscut. So, wir kommen zurück. Mit diesem netten Gewitterchen. Und... ja, weiter geht's. Das sieht wieder so das sieht auch merkwürdig aus. Na gut, auf den ersten Blick. Es geht noch. So merkwürdig in den Raum rein aus. Ich kann in der Lava rumrennen? Ah! Jetzt sehe ich es erst. Da gibt es ja eine tief dunkle Lava und eine nicht so dunkle Lava. Und durch die helle Lava kann ich sogar rennen. Und hier komme ich nicht an den Rand rein. Ah, ja. Das Ganze wirkt mit dem Begrenzungsgrad halbwegs künstlich. Ich erkunde kurz nochmal zu Ende. Ja, scheint sonst nichts hier zu geben. Also wieder ins Lava-Bad. Komm ich hier lang? Ich wusste gar nicht, dass Lava auch eine Gischt wirft. Und wieder in... hier rein. Jetzt die Musik sowieso passender. Hm, ich scheine richtig gegangen zu sein. Magieknolle. Ein großes Teil. Ich esse ja nicht mal die kleinen. Ich weiß, ich bin ein ganz schlechter Esser. Na gut, ist der Ausgang. Stirb, Kuttenfritze. Hm, sogar Amok macht merkbaren Schaden. So, Entschuldigung. Ja, alles zum 2 oder so erhöht, bis 3. Sehr gut. Welche noch mehr durchgehen? Sind doch keine Herausforderung für mich. Was haben wir hier? Den Eishelm. Das hört sich doch schon mal gut an. Ich werde trotzdem mal gucken, ob ich da links weiterkomme. Und ich frage mich, was Agilität bringt. Es geht irgendwie die ganze Zeit runter. Ja. Selbst wenn ich dahinter kommen würde, da endet es eh direkt. Also wieder den ganzen Weg zurück. Das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil, Kritikpunkt an diesem Level. Man muss wirklich sehr oft, vor allem wenn man erst falsch rennt, irgendwo hingehen,
Gegenstand abholen, wieder andere gehen, dann wieder dort Gegenstand holen, wieder andere Richtung. Ups. Naja, das passiert mir schon in Teil 1 des öfteren Mal. Kann ich jetzt auch durch das? Ja. Danke, Eisheim, komme ich jetzt auch durch das. Oh. Ich dachte, hier wäre nur tiefes Wasser. Ah, tiefes Wasser, tiefes Lava, dass ich da nicht durchkomme. Naja, dank Eisheim komme ich jetzt hier durch. Das spart uns zumindest etwas Laufarbeit. Auch nicht schlecht. Hier unten war der Eingang? Ja. Komm, dich mach ich aber fertig. So, nun gut. Gehen wir das Stück wieder zurück. Ah, inzwischen ist es sogar geschmolzen, wenn man den Raum verlässt. Ist ja quasi meine Idee aufgegriffen. Velaryon ist happy. Da oben war nix. Und jetzt wieder den ganzen Weg zurück zu der Treppe, wo ich bislang noch nicht runterkam. Naja. Ich denke, kurz vor der Treppe mache ich einen Cut, dann passt mit dem anderen Video zusammen in 15 Minuten, wenn ich mich nicht vertan habe. Man kann dann... muss dann nicht suchen, wo ich am besten schneide, sondern... habe einen schönen Punkt. So, bis nachher, bis zum nächsten Mal.